Das ist ja eklig, Alter. Hau ab. Nix wie weg hier, Alter. Hat das Ding gerade zwei Gesichter? Mist, Alter. Wie kriege ich... Wie komme ich hier an vorbei? Oh, Mist. Lass mich vorbei, du Hässlige. So, weg hier, Alter. Ey, warte mal. Da steht was. Komm her. Ach ne, ist nur ein Karton. Wir hauen hier ab, Alter. Wir sind bei der Oberhexe zu Hause. Damit will ich nichts zu tun haben. Hänsel und Gretel gibt's bei mir hier nicht. Hä, bin ich gerade im Kreis gelaufen? Ja, ich bin im Kreis gelaufen. So, hier geht's lang. Uah! Alter, hat er mich, wollte mich gerade ankotzen? Alter, du willst mich ankotzen? Hau ab. So, der wird sowieso gleich wieder aufstehen. So, jetzt wieder ganz wichtig. Muss dran denken. Aufpassen, dass wir... Oh, hier ist ein Shuttle. Wo ist Shuttle? Was steht da? Still in der Dunkelheit. Okay, du bist keine große Hilfe. Danke dir. So, und ab jetzt wieder schön langsam. Hier sind ja wieder die Raben. Sonst hätten uns die wieder Odin auf den Hals. Ich hoffe mal, wenn wir hier jetzt eventuell was auslösen, wenn wir das Windwappen reinstecken. Dass uns da erstmal nichts weiter passiert. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Obwohl, warte mal, wir können das auch so machen. Die kann ich mitnehmen. Doch, doch, das geht. Ich glaube, das müsste gehen. So. Was haben wir denn da? Mondwappen. Es weist ein Mondsymbol auf. Aha. Es gibt einen Schalter. Ja klar, wollen wir den betätigen. Zwei herausstellende Striche sind zu sehen. Hm. So, was haben wir hier? Sternwappen. Es weist ein Sternsymbol auf. Ah ja, das macht so ein Stern halt aus, ne? So, gibt einen Schalter. Ja, jetzt lass mich raten. Es ist ein Kreuz. Und es ist halt wie ein Kreuz. Hey, hey. So, gucken wir mal. Okay, Kreuz kommt in die Mitte. Okay, das müssen wir nicht selber reinstecken. Voll die Sachen hier, Alter. Grabstein und dann passiert hier sowas. Stell dir mal vor, das würde es dann echt geben, wenn du irgendwo auf dem Friedhof bist, Alter. Siehst du was und dann drückst du einen Knopf, Alter, dann geht eine Kammer auf. Und dann begrüßt sich die Alte mit den Ketten von eben. Hallo Baby, Alter, wir sind im Rennen. Wie geil ist denn das? Eine Waffe wurde ordentlich hineingelegt. Die nehmen wir jetzt auch mal ordentlich mit. Magnum Revolver. Silver Serpent. Alter. Was ist das, Alter? Ist Weihnachten oder was ist hier los? Alter, 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 Alter. Magnum Geschoss ist geladen. Alter, wir haben sogar Munition dafür, Alter. Sechs lustige Schüsschen. Boah, back in action sind wir wieder. Haha, ich freue mich. Ich wollte vor Freude schon losrennen, Alter, aber dann werden hier schon wieder die Raben wieder. Sollte ich mich dazu erdreisten, noch mal irgendwann einen Speedrun zu machen, dann muss man hier natürlich durchlaufen. Und das geht auch relativ fix eigentlich, ohne dass man hier Schüsse abgibt. Also kann man den Speedrun eigentlich auch mit den Knife Only ganz gut kombinieren. Den macht man ja sowieso auf Very Easy. Ich hoffe nur, dass es dennoch zählt, dass man die Trophäe dafür bekommt. Und wenn nicht, dann macht man halt so einen Speedrun fertig.
Aber die Bestenliste ist ja schon wieder stark manipuliert. Da haben schon wieder, ich glaube, die ersten 100 Leute haben schon wieder nur beschissen. Das Spiel in 1 Minute 46 durchzuspielen, ja. Am besten ist natürlich der auf Platz 1 im Standard-Game. Der hat es in 0 durchgespielt. Der hat nicht mal eine Zeit gebraucht. So, aber jetzt habe ich hier so viel. Ach ja, genau, wir wollten ja hier lang. Aber gut, dass ich die Hunde schon weggehauen habe. So, dann drehen wir mal wieder. Der Hawk dreht mal wieder am Rad. So. Ja, auf doch. Wenn ich daran denke, wie mir damals einer abgegangen ist, als ich diese Videosequenz gesehen habe, und jetzt ist die echt mal in einer echt bescheidenen Grafik. Also so schlecht ist die auf dem GameCube nicht, warum auch immer. Ist wahrscheinlich beim Rendern noch was schiefgelaufen bei denen. Aber das sah echt toll aus. Weiß noch, wie ich damals gestaunt habe hier bei diesem Spiel. Hier liegt aber auch nichts rum, was man gebrauchen könnte. Ah. Ach, guck mal, das ist ja genau das gleiche wie im Innenhof. Ah, das ist ein Fahrstuhl. Dann ist das andere auch ein Fahrstuhl. Ah, okay. Verdammt, hier sind auch schon wieder Raben. Oh nein, ich bin dagegen gekommen. Ein tosender Wasserfall. Dahinter scheint etwas zu liegen. Lass mich in Ruhe. Ja, ich hätte ihn nicht berühren sollen. Bin ich ein Stück zu nah rangegangen. Mein Fehler. So. Dann müssen wir jetzt durch, dass er uns ein bisschen immer befummelt. Ist halt so ein notgeiler Grabe. So, wo sind wir denn hier? Da kommen wir nicht durch. Dann können wir nicht zurück. Dann muss ich da lang zum Innenhof. Ah, da sehe ich auch schon, da fehlt irgendwas hinten links. So, da kommt da schon wieder der Rabe. Hau ab. Ich will nicht mit dir spielen. Polly, krieg keinen Keks von mir. Hau ab! Das Gute ist, da wir wirklich auf Normal spielen. Also besser Bergsteigen. Hatte uns zwar schon Schaden gemacht, aber ich glaube, wir sollten jetzt nur auf Warnung sein. Ja, es sind nur auf Warnung. Mist, hätte ich mal ein bisschen gewartet. Boah, Schlangen! Weg hier! Noch mehr? So, erstmal, boah. Erstmal wieder ins Trockene. Bin ich ja mal gespannt. Okay, hat er uns die Achsel mal gezeigt. Hier ist nichts. Aber hier sind blaue. Wir haben blaue Kräuter, die wir nicht mitnehmen können. Schade. Okay, wir müssen erstmal wieder eine Kiste finden. Boah, hier. Aus einem Stück die Holztür gemacht. Da muss ja ein Riesenbaum gewesen sein. Ah, Safe Room. Ja, Granaten können wir immer gebrauchen. Da ist ein Ink-Robin. Hier haben wir doch die nötige aller nötigen. So, und ich würde mal sagen, die Pumpkin heben wir uns auf. Die tun wir gleich mal hier mit hin. Die Kurbel brauchen wir auch erstmal nicht. Okay, was haben wir hier noch so Schönes? Ich würde mal sagen, wir holen erstmal draußen die ganzen Kräuter. Habe ich jetzt eigentlich genug Platz? Ah, ich hätte den roten. Glaube, ich habe gar nicht genug mit. Ein Schauraum. Ja. Ich
glaube, kann man Rot und Blau kombinieren? Ich glaube, da muss man immer einen grünen Puffer dazwischen haben. Ja, geht nicht. Habe ich es mir doch gedacht. Weil der grüne Puffer fehlt. Dann müssen wir mehrmals laufen. Tja. Jetzt brauchen wir nochmal wieder was Grünes, ne? Den grünen Daumen. Kann man doch immer gebrauchen. Vor allen Dingen, wir haben ja auch leider kein Gemisch mehr hier, wo wir so hätten grüne einbauen können. Weil ich ja, weiß nicht, auch bei der Tentakel-Hentai-Pflanze, die wir platt gemacht haben mit Dünger, da musste ich ja leider alles kombinieren, sonst hätte ich nicht alles auf einmal mitnehmen können. Ach ja. So, schaut aber hier erstmal ganz gut aus. Wir können mal ein bisschen kombinieren hier. Bringt zwar nichts, aber besser als gar nichts. So, wie schaut's denn aus? Links ist eh zu, gerade durch und rechts. Gut hin. Würde ich mich doch jetzt langsamer erdreisten, ein bisschen zu speichern. Wo sind hier die Ingrobins? Der Tintenradiergummi. Oder der Tintengummi auch genannt. Okay, in der Residenz sind wir. Na los, komm. Wir essen zeitig. So, dann haben wir hier da ein Farbband. Und hier tun wir auch nochmal ein bisschen Blau hin. Damit es farblich abgestimmt ist. Tja. Also ich würde mal sagen, die Kanister bringen gar nichts mit dem Anzünden. Man kann natürlich, klar, man kann die anzünden, nur ich weiß jetzt nicht mehr, ob es auf normal oder auf schwer war. Dann stehen die auch auf und sind einfach nur, also die werden auch zu Crimson Zombies, die ganz normalen Zombies, aber das Problem ist einfach, dass die dann, zwar aufstehen, aber sie können, glaube ich, leichter getötet werden oder sowas. Oh, Alter! Was ist das? Jetzt hat er uns gebissen. Sind wir vergiftet? Nein, wir haben Glück. Alter, du... Hey, grüne Pflanzen. Nehmen wir mit. Wenn wir das jetzt noch kombinieren, müssten wir wieder einen Platz haben. Ja. Aber das war das letzte Magazin. Ein Regal voller Weinflaschen. Ah, hier ist schon wieder der Daueralki. Was haben wir denn hier? Ah, die kann man anzünden. Rotes Öl. Ein sonderbarer Schatten schwebt im roten Licht. Ja, ein rotes Auge mit 3 Wimpern. Und unten. Ah, okay. 3 rotes Auge mit 3 Wimpern. Kann man sich merken, ist ein Rot. Hallo, wer bist du denn? Schade, kann man nicht anklingen. Ah, noch mehr Grün. Und da oben ist nochmal eine dicke Alte. Ich sehe dich doch. Zack, erwischt, Junge. Na? Komm her, hier ist Menschenfleisch. Komm. Komm, das willst du doch. Komm. Willst du Menschenfleisch? Komm, du willst doch Menschenfleisch. Ich sehe das doch. Die ist zerplatzt, Alter. Okay. Oh nein. Ist da gerade was aus ihr rausgekommen? Weil jetzt nicht, hier sind lauter kleine Spinnen, Alter. Das fehlt mir noch. So. Wir hatten Rot mit 3 Wimpern. Wir haben Grün ohne alles. Sieht aus wie ein Schlangenauge. Okay. Oh, was haben wir hier? First Aid. Nehmen wir mal noch nicht mit, das frisst nur Platz. Was ist das? Rotes Buch. Bondage with Blood. Aha. Gefällt mir jetzt schon mal der Titel. Toll, es ist leer. Die Seiten sind alle leer. Hm. Tja.
Da wird uns Bondage versprochen und dann kommt auch nichts. Ah, sehr schön. Aber jetzt bin ich voll, verdammt. Hier liegen überall Weinflaschen rum, Alter, diese krassen Jungs hier, Alter. Na gut, ich will auch ordentlich einen wegsaufen hier, wenn ich ihn die ganze Zeit so Stress hätte. Hallo. Hallo, Lampe. So, was haben wir da? Orange mit 2. Sieht aus wie ein Käfer, kann man sich merken, okay. Aber wofür braucht man das? Und hier sind auch Zahlen. Ich mach mir da mal was, warte. Brauche ich ja nicht notieren. Da haben wir hier doch einen ganz schnellen Smartphone. Das eine ist eine 3, das muss ich mal besser fotografieren hier. So. Bisschen geschummelt, aber egal. Stelle ich mir das jetzt alles stundenlang aufmale wie damals. Warte mal, dann machen wir das auch hiermit auch. Ja, sieht ein bisschen aus wie rot. Anstatt orange. So, aber erstmal hier. Erstmal wieder ein bisschen maskulin fühlen, wenn man wieder das dicke Rohr in der Hand hat. Hier nehmen wir mal schnell das Grüne mit. Okay, die First Aid brauchen wir nicht. Die ist eh nur was für Luschen. Obwohl wir die Oberlusche ja sein werden und das am Schluss alles benutzen werden. So, aber jetzt Gute kamen keine Viecher oder sowas oder keine kleinen Babys kamen aus diesen blöden Taranteln raus. Das ist schon mal sehr viel wert. Und was machen wir denn jetzt damit? Ey, warte mal. Was ist da? Ah, da hat Tonbeutelvergesser, eindeutig. So, was machen wir jetzt hier mit der Kiste? Die lässt sich bewegen. Obwohl, warte mal, da ist ein Loch. Genau da. Löcher gefallen mir nicht. Zumindest keine holzigen. Und vielleicht kommen da wieder Wespen oder so raus. Ich habe das jetzt gerade in mir im Kopf, was da nochmal rauskam. Ah, Mist. Ein Stück zu weit. So. Na komm. Ach, ich spiele schon wieder mit dem Analogstick. Ich muss mir das abgewöhnen. Ich muss wieder mit dem D-Pad spielen. Das ist weitaus besser. So, und was immer da drin war, uns stört es nicht mehr. Okay, es stört uns trotzdem. Lass mich los, Alter. Alter, so eine miese Tentakel. Und das sah mir schon wieder ganz hart nach Dinges aus. Oh Mann. Wahrscheinlich nicht zu sehen. Verdammt. Wir brauchen dringend. Ich hätte mal zurückgehen sollen. Nochmal die Dinger kombinieren sollen. Alter, aber die Tentakel sah stark nach dieser Hentai-Pflanze aus, die wir schon versaut haben. What? Zeitungsartikel liegen verstreut. Sie scheinen alle Artikel über Stars zu enthalten. Wir sind doch Stars. Special Tactics and Rescue Service. Zu, hä? Tür ist verschlossen. Auf dem Tür gibt Galerie. Ah, okay, wir brauchen wieder einen Schlüssel. So, erstmal hier. Gucken, was wir in 202 finden. Okay, keine Zombies, kein gar nichts hier. Alte Zeitung, Zeitschrift liegen auf dem Bett. Anscheinend hat sich jemand eine Zeitung mit Blut bespuckt. Bespuckt. Okay, irgendwas ist hier gerade reingekommen. Fingerjochen. Ja, komm mal ein bisschen näher. Trau dich. Oh, hier. Guck mal, ich hab was für dich. Ja, hier, da. Fuck, Alter. So. Mit mir nicht hier.
Stört ihr unser Spiel? Gibt's ja nicht. Aha, hier geht's runter. Hey, das ist ein Cowboy-Hut, kann ich den nehmen?